Heute gibt es viele Updates zu Achterbahn und auch Ausblicke auf das, was demnächst kommen mag. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und einem neuen News Video bzw. Update und Rückblick Video, denn wir sind frisch zurück aus Shanghai, waren auf Freizeitpark Achterbahn Tour, um euch dann neue Tour Vlogs in Zukunft mitbringen zu können oder die haben wir jetzt schon mitgebracht und dann demnächst mal zeigen zu können. Das dauert noch, bis die Sachen online gehen. Wir haben eine sehr große Warteliste mit Sachen, die wir vorher schon gedreht haben. By the way, gestern Teil 6 der Baudoku online gegangen zum Ziegelblitz, die neue Achterbahn im Yara Park. Jetzt sind alle Teile dieser Baudoku online, 6-teilig, also logischerweise. Und wer das noch nicht gesehen hat, fängt damit jetzt an und könnt euch genau reinziehen, wie die Achterbahn erstmal so die Idee hatte, was vorher gemacht wurde im Park und der Boden quasi durchlöchert wurde für die Fundamente, über den ganzen Aufbau, die Schienen zusammensetzen, Wagen werden geliefert und installiert bis zur fertigen Attraktion mit Idee, Story, Thematisierung, allem drum und dran. Also wirklich super tief im Thema. Checkt das auf jeden Fall aus. Gibt dazu auch eine ganze Playlist. Kommen wir aber zu den ganzen News und Updates und fangen an mit Zira Rides. Und die haben eine Ankündigung gemacht, dass etwas Neues kommt. Das Portfolio wird wieder erweitert. Das hatten wir ja dieses Jahr schon mal, wo erst so ein bisschen Bilder geleakt wurden und dann der Drifter kam, haben wir auch schon ein Video zugemacht. Und das Portfolio von Zira Rides wird jetzt erweitert mit einem weiteren Achterbahntyp. Und zwar der Discovery Launch Coaster. Habe ich richtig Bock drauf, sieht ziemlich nice aus und für mich sieht es aus wie halt ein Family Launch Coaster von Zira, der vielleicht auch das ein oder andere Leckerchen mit beinhalten wird. Da wird es demnächst also mehr zu geben. Richtig cool, Zira Bahn, machst du nie was falsch mit und es gibt ganz viele andere Fahrgeschäfte, da ist 100% Fakt, du kaufst es bei Zira oder gar nicht. So, ne? Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, habe ich Bock drauf, halte ich euch auf dem Laufenden. Eine Bahn, über die wir super oft in den News schon gesprochen haben, war Muhaka im Walibi Ron Alp. Das ist der erste Intermin Hot Racer in Europa und der zweite überhaupt. Intermin Hot Racer ist die Single Rail Antwort von Intermin und ja, man sitzt alleine hintereinander mit mehreren Leuten und das auf einer sehr schmalen Schiene und dadurch gibt es sehr ja, dynamische und wendige Fahrfiguren. Und da haben wir immer Bauupdates gehabt oder Updates allgemein zu dieser Bahn und jetzt wurde diese Bahn offiziell eröffnet. Während wir in Shanghai waren, wurde das Eröffnungsdatum announced und am 15.06., also am vergangenen Samstag war es soweit und Muhaka wurde eröffnet. Steht bei uns natürlich auch ganz weit oben auf der To-Do-List, diese Attraktion uns anzugucken und zu testen, euch dann darüber zu berichten und da habe ich wirklich mega Bock drauf, wird auf jeden Fall kommen, auch wenn wir dieses Jahr da schon in der Ecke unterwegs waren. Auch auf der To-Do-List und da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist England dieses Jahr und der Vorpark hat ja Hyperia eröffnet und einen Tag nach der Eröffnung wieder geschlossen. Das war eins der letzten Videos, die wir gemacht haben mit solchen Updates und News und der Mack Rides Hypercoaster stand dann erstmal und das für ein paar Tage und dann wurde announced, nee, das wird jetzt noch länger dauern und dann wurde das nochmal nach hinten rausgeschoben. Inzwischen ist Hyperia wieder offen, heißt, ihr könntet theoretisch jetzt schon nach England, um diese Bahn zu fahren und es läuft jetzt auf jeden Fall wieder in London. Wir warten aber noch auf die weiteren Neuheiten aus England und dann geht es auch für uns wieder auf die Insel. Ist immer eine Reise wert und jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, dass es da auf jeden Fall schon mal weitergeht. Single Rail Coaster war ja schon Thema und bekannt dafür ist halt die Firma RMC, Rocky Mountain Constructions, für die ersten krassen Single Rail Coaster und es kommt einer nach Europa bzw. sogar zwei und eine Doppelanlage und zwar nach Walibi Holland. Für 2025 haben wir auch schon drüber gesprochen und die ersten Container mit Schienen sind angekommen. Bedeutet, wenn der Rest demnächst da ist, kann auch da der Aufbau beginnen und wir können dann hoffentlich 2025 auch noch einen RMC Single Rail Coaster an den sogenannten Raptor Track in Europa fahren. Wenn ihr mehr über RMC wissen wollt und wie es bei denen im Werk aussieht und wie die diese Achterbahn bauen, hier gibt es ein Video von uns. Wir waren bei RMC vor Ort und haben da auch ein Video gedreht. Das wisst ihr aber alle, wenn ihr unsere Videos guckt
und vor allem den Kanal abonniert habt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, solltet ihr das jetzt machen. Die meisten von euch haben das nämlich nicht gemacht. Und dann habt ihr auch schon ein Video gesehen zum neuen Orakel von RIS. Ride Engineer Switzerland haben hier in dem Video auch schon mal das Orakel vorgestellt. Ein neues Fahrgeschäft für die Reisen, neues, intensives, frilliges Geschäft auf jeden Fall. Und wenn ihr das gesehen habt, wisst ihr ja, worum es da ungefähr geht. Und das Ganze kommt jetzt. Zusammen mit Mark Rides hat RIS das Orakel auf den Markt gebracht. Und es gibt hier das erste Bild, wie das Ganze aussehen soll. Und das Ganze kommt jetzt wirklich auf die Reise. Bin ich auch sehr gespannt. Werden wir natürlich in Zukunft dann mit den Verantwortlichen euch mehr Details und Informationen mitbringen. Also noch ein Grund mehr, ein Abo hier auf den Kanal zu lassen, damit ihr das auch nicht verpasst. Die Firma Zamperla hat auch ein neues Konzept. Und ist jetzt nicht so, dass man das vielleicht woanders schon mal gesehen hätte und wir sogar in Videos drüber schon gesprochen hätten. Aber wenn irgendwie irgendwelche Sachen von der einen Schublade in die andere Schublade wandern und dann die Schublade leider nicht in der Firma ist, wo sie eigentlich grundsätzlich stehen sollte, könnte sowas vielleicht irgendwie passieren, dass irgendwas irgendwie so aussieht. Ob das immer so gut ist und gut geht, weiß ich nicht. Vor allem nicht, wenn ich nach Sandusky gucke. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern um Double Herd 50 Meter. Also, und das Ganze soll wirklich 2026 kommen, ist eine Achterbahn, die ziemlich hoch ist, ziemlich beeindruckend ist und das auf einem relativ kleinen Footprint. Da reden wir nämlich von 70 mal 18 Metern und da gibt es dann 325 Meter Schienenstrecke. Cooles Ding, bin gespannt und vor allem auch, wo es hinkommt und wenn es sich ergibt, wie das Ganze sich fährt. Wo wir auch richtig Bock drauf gehabt hätten, wäre Dododompa im Fuji Q Highland in Japan gewesen. Wirklich eine beeindruckende Achterbahn und weltweit einmalig, kranker Quatsch einfach. Die Bahn ist seit 2021 SBNO und wir waren ja vor Ort und da habe ich dann schon in den Vlogs gesagt, ich glaube nicht, dass die Kiste irgendwie nochmal aufmacht. Und das Ganze ist jetzt bestätigt. Von SBNO ist jetzt Dododompa gewechselt zu geschlossen und die Bahn wird abgerissen. Nicht zurückgebaut, das Ding wird abgerissen und kaputt gemacht. Und das ist jetzt definitiv und safe das Ende dieser Bahn. Haben wir auch vor kurzem ein Video darüber gemacht, dass da eigentlich auch nichts mehr geht. Und dass eigentlich alles vorbei ist, aber jetzt ist wirklich safe. Jetzt ist es soweit. Es wird abgerissen. Wenn ihr unsere Japan-Videos verpasst habt, gibt es hier, glaube ich, eine ganze Playlist dazu. Da könnt ihr die ganze Tour nochmal nachverfolgen. Und zu guter Letzt möchte ich euch das Video der Woche mitgeben. Haben wir ja letztens schon mal gemacht. Gab eigentlich so gar keine Reaktion darauf, aber das ist jetzt auch wieder ganz witzig, denn in Cedar Point ist ein bisschen wieder Mayfly-Alarm. Hatten wir damals auch, als wir in Cedar Point waren, dass die Mayflies am Start waren. Das ist wirklich krank und gruselig und wirklich heftig, was da abgeht. Nichts Schlimmes, nichts Gefährliches, aber irgendwie fies. Und wenn man diesen Clip, den es aus Cedar Point gibt, nimmt und da die richtige Musik hinterlegt, ist das Ganze unfassbar witzig. Und damit verabschiede ich mich für heute, wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder, wie jeden Tag, zu einem neuen Video hier auf dem Martino-YouTube-Kanal. Tschüss.